Ja, hallo, und hier ist der Andi von der Arche der News. Heute ist nicht so richtig schönes Wetterchen, also müssen wir was drin machen. Dementsprechend, was macht man da? Genau, wir haben ja unseren ersten Honig abgefüllt. Der muss jetzt noch richtig weiterverarbeitet werden, denn er fängt an langsam zu verzuckern, also wird er gerührt. Wie wir unseren Honig rühren und dann später abfüllen, das zeige ich euch hier. Viel Spaß dabei. Der Honig muss jetzt bearbeitet werden, das heißt, ich werde ihn jetzt anfangen cremig zu rühren. Er fängt jetzt an zu verzuckern. Wir haben also gesehen, dass kleine Zuckerkristalle in der Bildung jetzt sind. Ich zeige es euch gleich nochmal an dem Probeglas, was wir gezogen haben, woran wir sehr schön eben sehen können. Hier im 12,5 Liter Eimer sieht man es nicht ganz so. Aber er ist jetzt wesentlich trüber geworden. Und jetzt muss oben erstmal, hier oben ist dieser leichte Bereich, was hier noch an Flecken zu sehen ist. Das sind jetzt die Bläschen, die sich im Laufe der Zeit nochmal nach oben gesetzt haben. Also eine Zuckerschaum, wenn man will. Das sieht natürlich im Glas selber nachher nicht so schön aus beim Abfüllen. Also wird das jetzt entfernt. Dafür gibt es einen guten Trick mit Folie. Schnüffel und die Puffel hier. So. Ich nehme jetzt einfach eine herkömmliche Frischhaltefolie. Ja. Die lege ich schön auf die Oberfläche vom Honig. Fässt sich übrigens super an, also das ist schon echt eine coole Sache. So. Streiche da so ein bisschen rüber. Die Folie verbindet sich jetzt mit dem Schaum, der sich da oben drauf gebildet hat. Und ich kann ganz einfach die Folie abziehen. Zack. Und der ganze Schaum ist komplett von meinem Honig verschwunden. Der ist jetzt hier in der Folie drin. Aber keine Sorge, die schmeckt genauso gut. Das heißt, also, die wird einfach jetzt austropfen. Und dann haben wir erstmal Honig für unsere eigenen Brötchen. Und da stört es uns nicht, wenn da ein Luftbläschen mit dabei ist. Mit diesem Rührer geht es jetzt also los. Die Zuckerkristalle werden jetzt damit gebrochen und zerstört. Unten eine runde Kugel mit dran, damit ich also nicht den Boden zerkratze und mir damit auf diese Art und Weise so ein bisschen Plastikstücke in den Honig mit reinhole. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Die kleinen harten Stücke hier an der Seite, das ist dazu da, dass auch wenn ich mal einen stärkeren, kräftigeren Honig habe, wie zum Beispiel einen Rapshonig, den kann ich damit super aufbrechen, wenn der eben schon eine sehr harte Struktur hat. Ansonsten geht es jetzt einfach da rein. Das sieht schon gut aus. Jo, und dann wird volle Granate gerührt. Das mache ich so 2-3 Minuten lang und das eben jetzt einfach alle 2 Tage. Hier nun mal der Vergleich, von dem ich eben gesprochen habe. So sah der Honig aus, als wir ihn frisch aus der Schleuder geholt haben. Und jetzt daneben sieht man, so ein gewisser Grad an Verzuckerung fängt an, dass der einfach nicht mehr durchsichtig ist, sondern dass hier jetzt die Zuckerkristalle auch richtig zu sehen sind. Gegen das Licht sieht man noch mehr, da ist die Aufnahme allerdings noch schlechter, weil es so blendet. Ja, und in dem Moment, wo der anfängt zu kristallisieren, das ist das, was ich eben oben gesagt habe, da muss der eben jetzt cremig gerührt werden, sonst habe ich diese harten Kristalle da drin. Dann verzuckert er einfach viel zu schnell. Honig, der so schön gekauft wird, wie man ihn kennt, der immer dauerhaft, immer flüssig ist, der ist leider meistens auch hoch erhitzt worden, damit er eben nicht mehr kristallisiert. Und da sind auch schon viele Stoffe einfach abgetötet. Darum wollen wir lieber einen reinen, guten Honig haben, der natürlich belassen ist, der dann eben etwas cremiger gerührt wird, dafür dann aber noch alles drin hat, was reingehört.
Zweimal ist jetzt der Honig durchgerührt worden. Das Schöne ist, er ist eben nicht mehr so steinhart, wie er mal zwischendurch war. Er hat auch seine Konsistenz schon ganz anders. Ich gehe jetzt hier einfach mal so rein. Man sieht also richtig schön, das ist schon eine super cremige Sache. So will ich ihn im Grunde schon haben. Er hat auch schon diesen Perlmuttglanz, ist also der hohe Rapsanteil ganz deutlich darin zu sehen. Was allerdings jetzt immer noch ist, ich sehe, dass hier an der Seite das noch nicht ganz durchzogen ist. Wir haben also noch nicht 1:1 im Grunde eine Konsistenz in dem ganzen Eimer drin. Und dementsprechend werde ich ihn jetzt nochmal durchrühren. Ich gehe mal davon aus, das wird das zum letzten Mal sein. Und dann geht's ans Abfüllen der Gläser. Da beim Rausziehen noch ganz viel Honig immer an der Stange dran klebt und man ja nicht weiß, wohin mit dem ganzen Honig, ist das Einfachste, auf kleiner Drehzahl einfach mal mit dem Finger nach unten zu gehen und dann ist quasi fast alles an Honig auch wieder im Eimerchen, wo es hingehört. Ich zeige euch das mal. So, der Stab ist jetzt sauber. Unten das Rührteil, das kann noch ein bisschen abtropfen. Und mein Gott, über den Rest, da freuen wir uns, weil der wird immer einfach weggenascht. Jo, jetzt die große Frage, was macht denn jetzt mit deinem Weckautomaten? Nee, das ist jetzt kein falsches Video, sondern es geht weiter mit unserem Honig. Der wird nämlich jetzt hier unten schön sauber und ordentlich eingestellt. Bei 39 Grad Celsius. Und 39 Grad Celsius lasse ich den jetzt gute anderthalb, vielleicht bis zwei Tage lang in diesem Weckautomaten drin, im Einkochautomaten, damit ich keine Werbung mache, aber es steht da dran. ja, da bleibt der drin. Und dann ist der sozusagen soweit fließfähig, dass man ihn nämlich dann abfüllen kann. Ansonsten wäre der einfach zu hart und zu steif. Er ist zwar cremig, aber der würde niemals im Leben von alleine in irgendein Glas fließen. Also habe ich den jetzt erwärmt auf 38 Grad und dann schauen wir mal, wie es dann übermorgen sozusagen aussieht. In diesen Hopper kommt jetzt gleich unser Honig. Hier unten unter dem Gestell, passend vom Abstand her, ist dann die geeichte Waage. Daneben sind schon die Gläschen komplett in Lauerstellung und dann geht es jetzt los mit dem Abfüllen von unserem ersten Honig. Aber erstmal muss der Honig da oben rein. Durch das Erwärmen auf die 38 Grad haben wir jetzt das große Glück, dass der eben wirklich cremig ist und hier wunderbar aus dem Eimerchen in den nächsten hineinfließt. Ich lasse den einfach hier oben hängen und dann kann der weiter in den Eimer hinein, während ich dann vielleicht unten schon den ersten raushole. Hier sieht man nochmal, wie schön der jetzt läuft. Die Viskosität ist also wunderbar. Dann kriegen wir den auch wunderbar raus und in die Gläschen. So, Tara ist eingestellt, das heißt also das Glas mit seinen 212 Gramm ist jetzt bereit zur Aufnahme vom ersten Honig. Dann wollen wir das mal machen. Hier oben geöffnet. Dann wollen wir mal schauen, was unser Honig sagt. Na, wenn das nicht toll aussieht, oder? So, wir sind jetzt bei 443. Da muss noch ein klein bisschen ins Glas rein. So 5 Gramm mehr darf er haben. Perfekt. Damit haben wir das erste Gläschen fertig. Zweite dahingestellt. Deckel drauf. Jetzt kommt noch unser Etikett. Und dann sind wir fertig. Und hier haben wir jetzt unsere Vorlagen, unsere Etiketten mit allem, was drauf sein soll. Ich habe hier noch ein ERN an der Seite mit drauf und das wird auch 2 Euro von unserem Honig, wenn wir den verkaufen, dann eben für unsere Obstbäume auch nehmen, den Erhalt alter Arten mit von der Sache her. Jo, und hier oben haben wir das Mindesthaltbarkeitsdatum. Hier ist das Schöne eben, wenn man eben das mit einem Tagesstempel macht, dann kann man das einfach so machen. 2 Jahre haltbar, heute ist der 17. Juli 21, das ist bis 17. Juli 23 haltbar. Jetzt kommt nur noch
mein Etikett mit Gewehrverschluss ans Glas und dann haben wir das erste Gläschen komplett fertig, was dann in dem Biomarkt bei uns um die Ecke in Mellensee gebracht werden kann, um dort verkauft zu werden. So, das ist unser schöner Frühlingshonig mit einem hohen Rapsanteil. Die schön cremig, ihr habt ja gesehen, fertig gemacht haben. Zack. So, das Datum ist drauf. Der Gewehrverschluss sagt, das ist noch ungeöffnet. Tja, und ansonsten freuen wir uns über unsere tollen Etiketten und wir freuen uns darüber, dass wir jetzt unseren ersten Honig vermarkten können. Das war's, der Andi von der Arche der News. Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, bleibt knackig. Denkt auch an die Äpfel.